Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Werkstatt des Altmetalls. Heute Magnetbohrmaschine und den Atlas-Bagger richtig hinstellen. Genau, das möchte ich mit euch heute machen. Und da wird sich jetzt der ein oder andere denken, bestimmt, also eine Magnetbohrmaschine habe ich letzte Woche schon mal bei jemandem gesehen. Genau, scheint gerade so ein bisschen der Trend zu sein. Thema Magnetbohrmaschine. Der Herr Fein hat es damals erfunden. Ich glaube, die erste Magnetbohrmaschine gab es schon 1909. Und wenn ich so an meine Lehre denke, die war 96 im Metallbau, da hatten wir damals schon eine Magnetbohrmaschine von Fein, die hat ein Schweinegeld gekostet. Da haben andere sich ein Auto für gekauft. Heute kann man sich das einfach leisten, um einfach und effektiver zu arbeiten. Ich möchte heute nicht einfach nur Löcher bohren, irgendwo in irgend so ein kleines Blech, das kann jede Bohrmaschine. Ich möchte heute mal ein bisschen weitergehen, um eventuell mal hier in diesem Rundrohr, ein dickwandiges Rundrohr, wir haben hier eine 10 mm Wandstärke, einfach mal einen 26er Bohrer reinzukloppen auf 45 Grad. Das ist der Plan. Wir fangen jetzt erstmal an, was ist machbar, was nicht. Ich möchte das Ding ein bisschen an die Grenzen bringen. Ich habe hier eine Standbohrmaschine oder eine Magnetbohrmaschine von Vevor, die ist Drehzahl geregelt. Wir haben hier unseren Elektromagneten, hier wackelt jetzt auch nichts mehr. Und wir haben eine Drehzahlverstellung von 0 bis 850, glaube ich, und Links-Rechtslauf. Das wollte ich nämlich auch haben, um eventuell mal Gewinde zu schneiden, Gewinde zu bohren. Auch das möchte ich mal versuchen, ob das mit einer Magnetbohrmaschine funktioniert. Einfach mal ein bisschen an die Grenzen bringen, den ganzen Kram. Es gibt natürlich immer einen Erfinder, einer, der es patentiert hat. In diesem Fall war die Bohrmaschine und die erste Magnetbohrmaschine von dem Herrn Fein, der sie damals erfunden und patentiert hat. Irgendwann kippt das Patent und jeder darf nachfertigen. Ich versuche das immer so ein bisschen, oder ich vergleiche das immer ganz gerne mit Lego. Lego hat damals den Klemmbaustein erfunden, hat ein Patent drauf gehabt. Alle Rechte, was Optik und ähnlich und Funktion angeht. Heute gibt es ganz viele Firmen, die nachbauen. Und das zu besseren Qualitäten als der Ursprung selbst. Nennen sich dann halt Klemmbausteine. Aber Nachbau ist mittlerweile bald besser als die Originalen. Wir haben eine Magnetbohrmaschine. Wie gesagt, ob das jetzt Vevor ist oder alles andere. Im Endeffekt ist die Funktion immer gleich. Wir haben unten einen Magneten, den man elektrisch spannt. Jetzt kippt sie. Jetzt ist sie locker und steht da locker drauf. Den drehen wir mal nach oben hier. So, hier ist jetzt alles ist locker. Hier kann man den jetzt elektrisch spannen und die Bohrmaschine ist fest. Die kriegt man auch nur mit Gewalt, kriegt man die gelöst. Quer natürlich einfacher als in die Richtung. Da löst sich gar nichts. Wir haben einen Einschalter, einen Ausschalter. Habe jetzt aber hier den Links-Rechtslauf auf 0. Und andersrum. Es ist ein Bohrwerk, was in einer Schiene läuft, das kann man hoch und runter drehen, läuft wie eine Standardbohrmaschine, nur dass man die auf metallischen Untergründen stellen und fixieren kann. Natürlich nicht auf Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, also es muss schon magnetisch sein, wie zum Beispiel dieser Schweißtisch. Das ist natürlich die beste Basis, die man sich vorstellen kann. Man kann sie auch einfach hier quer in den Tisch ranknallen, spannt den Magnet, Bohrmaschine hält und man kann auch Querbohrungen setzen. Würde man jetzt aber den Netzstecker ziehen und wird ihn spannungslos machen, fällt die Bohrmaschine wie ein Stein runter. Besonders bei Überkopfarbeiten, wenn man an Trägern arbeitet, gibt es immer noch einen Spanngurt, um die Maschine zu sichern. Das solltet ihr auch tun. Wenn ihr über Kopf an einem Träger bohrt, ohne die Maschine zu sichern und irgendjemand steckt den Stecker aus der Dose oder zieht ihn raus, fällt das Ding runter, Verletzung, alles blöd. Sie sind nämlich nicht ganz leicht. Die Bohrmaschine wiegt jetzt netto 11 Kilogramm plus Bohreinsatz oder Spindel, ähnliches. Da sollte man ein bisschen aufpassen, dass immer Spannung anliegt. Ja, wie ihr seht, fällt jetzt hier mal von alleine runter. Ich habe jetzt gerade sehr lose eingestellt, damit die von alleine kommt. Hier sind so eine kleinen Madenschrauben drin, mit also eine Innensechskant-Gewindestifte. Die spannt man einfach und dann bleibt die auch stehen. Die Bohrmaschine selber kann man auch in der Höhe verstellen. Da haben wir hier noch eine Schraube, die können wir lösen, um hier das Geschiebe komplett auszunutzen. Also wir können sie auch hier oben hinstellen. Wenn wir nachher mit dem Bohrfutter bohren, mit dem Spiralbohrer, werden wir das benötigen. Jetzt wollen wir natürlich maximale Tiefe erreichen, weil ich halt auch quer bohren möchte.
Ich werde jetzt mal Material holen und dann fangen wir mal ganz easy an mit dem Spiralbohrer, dann mit einer Krone und dann versuchen wir mal Rundrohr zu bohren, was für mich eigentlich die Königsdisziplin ist, Rundrohre zu bohren und gegebenenfalls sogar auf 45 Grad. Ich habe jetzt hier mal ein Rohr hingelegt, ein Vierkantrohr. Und wir haben hier eine Welle drin. Es ist nicht 100% plan. Wenn ich jetzt den Magnet anziehe, haben wir hier ein Kippeln drin. Dieses Kippeln bleibt gar nicht aus, weil wir hier einen Bogen haben. In der Bewegung, wie wir bohren wollen, hält die Bohrmaschine. Seitlich haben wir ein Kippeln drin. Und deswegen macht dieser Schweißtisch wieder Sinn, weil wir die Maschine daneben stellen können. Können wir den Magneten anziehen. Kommen dann aber nicht zur Mitte hin. Also müssen wir oben rauf oder eventuell noch eine Platte unterspannen, ähnliches. Wir werden das mal seitlich probieren und auch noch mal von oben drauf, ob dieses Kippeln ein Problem ist und bauen jetzt erstmal um auf normales Bohrfutter. Normaler Spiralbohrer ist natürlich gar kein Widerstand, das ist gar kein Problem. Wir gehen jetzt hier mal mit der Krone rein, direkt übers Loch, ohne Führung, ohne alles. Bisschen Schmiermittel ran und dann geht das Ding da rein. Wie Butter. Echt. Sehr schön. Wir spannen das nochmal auf dem Rohr, ob das Kippeln was ausmacht. Sehr schön. Sehr schön. Die Späne bleiben natürlich hier vorne immer hängen. Da muss man mit dem Handschuh oder mit dem Lappen immer einmal rüber, um die Späne wieder wegzukriegen. Denn jeder Span würde das Kippeln, ne, hervorrufen. Das wollen wir nicht. Die Bohrmaschine steht nicht gerade, deswegen Späne immer weg. Man kann mit so einer Bohrmaschine auch Langlöcher bohren. Wenn wir jetzt, ich versuche das jetzt mal in diesem Rohr zu zeigen und werde jetzt hier mal den Anschlag nutzen. Wir haben jetzt hier unser erstes Loch gebohrt. Ich versetze die Bohrmaschine jetzt einfach nur um ein halbes Loch, ziehe sie wieder an und jetzt bohren wir das nächste halbe Loch. Das heißt, Loch versetzt, der Bohrer hat halt nicht vollen Span, was aber wiederum gut ist, weil er hier den Span wieder verliert. Hinten kratzt es raus, vorne fällt es weg, das ist für den Bohrer teilweise sogar noch besser. Hatte ich auch zu Enno gesagt in seinem Video, wenn man jetzt mit einer größeren Krone bohren würde und man kratzt den einmal an bei dickerem Material, in dem angekratzten einmal ein Loch einbohren, dann kann er hier drüber nämlich die Späne verlieren und die Späne radieren hier nicht unten drin. Die Späne, das ist eher das Problem. Solange der Bohrer am Schnitt ist, im Vollen, ist das immer alles gut, aber die Späne müssen weg. Hier könnte man jetzt einfach mit der Feile einmal lang gehen oder mit dem Winkelschleifer das wegschleifen und dann haben wir ein Langloch. Das geht natürlich mit jedem beliebigen Durchmesser. Das ist jetzt natürlich schon recht massiv. Ich möchte auch zeigen, dass da was geht und das sind nachher die Stücke, die bei überbleiben. Das ist natürlich schon massiv, ne? Selbst innen drin die Schweißnaht vom Rohr geht da durch wie Butter.
Bei größeren Durchmessern müsste man jetzt hier mit irgendwelchen Senkern anfangen oder Stufenbohrern. Da kriegst du aber kein Langloch mit hin. Das rutscht immer alles weg. Da geht es eigentlich nur mit Krone. So eine Magnetbohrmaschine ist einfach die einfache Variante. Und jetzt werden wir mal das Extrem testen auf Rundrohr. Also dieser Versuch ist schon ein bisschen gemein. Also das hier ist schon das Maximale, was man eigentlich einer Anlage antun kann. Eigentlich auf einer Fräse zu machen. Wir haben hier eine Magnetbohrmaschine. Ich werde jetzt dieses Rundrohr einspannen. Wir haben einen Durchmesser von, weiß ich gar nicht, 55 mm. Hier mal was zu messen holen. 60 mm bei einer Wandung von 8 mm. So, jetzt gucken wir uns mal so einen Fräser an. Oder so ein Fräser ist es ja nicht. Wir haben mal unseren Kronbohrer. Oder unsere Bohrkrone, wie auch immer man sie nennen mag. Wenn wir jetzt von oben reingehen, dann haben wir eine ganz kleine Fläche zum Ankratzen. Wir können uns gar nicht richtig zentrieren. Der Bohrer, der will natürlich immer weg. Wenn wir das noch auf die Spitze treiben und kippen den Bohrer, gehen wir immer nur mit einem Zahn ins Material und kratzen hier an und versuchen erstmal eine Führung zu finden. Wenn er nachher über die 50% hat an Führung, dann ist das kein Ding. Dann wird er auch da durchgehen. Der wird immer zur Seite weg wollen. Wie gesagt, dieser Test ist schon hardcore. Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht der Maschine zu Lasten zu tragen. Es ist halt einfach, das ist das Brutalste, was man testen kann. Ich will es aber gerne mal zeigen, denn es hat noch niemand gemacht. Der Versuch ist aufgebaut. Wilde Konstruktion, wirklich wilde Konstruktion. Ob das funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gespannt. Wenn es funktioniert, astrein. Wenn es nicht funktioniert, wäre ich nicht mal traurig drum. Also wie gesagt, das Schwierigste und Schlimmste, was man eigentlich Bohrmaterial antun kann. Ja. Es ist alles gesichert, es ist alles fest. Und los. Da ist sie weggegangen. Da ist sie weggegangen. Also ist die Magnetbohrmaschine zur Seite gerutscht. So, ich setze sie nochmal wieder an hier. Also müssen wir irgendwo irgendwas anderes noch befestigen. Wir werden hier dieses Loch da reinzirkeln. Irgendwie werden wir das da reinballern. Glaubt mal. Hier ist jetzt eine Exzenterscheibe dran, die man durch Verdrehen in allen Positionen spannen kann. Das habe ich jetzt vorne links an der Magnetbohrmaschine dran, dass wir hier mit der Ecke nicht weg können. Führung haben wir erreicht. Jetzt kann die Krone auch nicht mehr weg. Und jetzt können wir den da geschmeidig durchbohren. Geil. Was für eine Konstruktion, oder?
Es hat funktioniert, ich werde verrückt, ey. Echt. Ich glaube, das bedarf also nichts anderes mehr. Es ist eine wilde Konstruktion, wie man es macht, ist erstmal egal, aber es funktioniert. 45 Grad oder 40 Grad gebohrtes, dickwandiges Rundrohr mit einer, ich weiß gar nicht, 26er Krone oder Bohrer. Das ist massiv, Leute. Das ist massiv. Also das Einzige, was mir dazu einfällt, geil. Nee, freut mich wirklich. Freut mich wirklich, dass das funktioniert hat. Die Bohrung dauert natürlich ein bisschen länger. Aber, wie ihr seht, sauber rein, ne? Ja, da kannst du jetzt noch so viel Vierkantrohr oder Flachmaterial testen, wie du willst. Wenn das hier funktioniert, funktioniert alles andere auch. Ja, richtig gut. Richtig gut. Wie gesagt, die Bohrmaschine ist von Vevor. Vevor ist ein Partner von mir, das ist so. Möchte ich gerne erwähnen. Diese Bohrmaschine ist hier oben jetzt irgendwo eingeblendet. Das ist diese Bohrmaschine. Das ist die größte Variante in dieser Baureihe, wo man 50er Krone fahren kann, Drehzahl verstellt, liegt bei 360 Euro. Die günstigen Varianten fangen bei, ich glaube, sogar unter 200 Euro an. Die haben da keine Drehzahlverstellung und laufen mit 850 Touren. Die werde ich jetzt einblenden. Das sind alle Varianten. Diese Variante war eben im ersten Link. Richtig cool. Echt. Ja, krass. Hat gut funktioniert. Echt. Also, wir gucken uns die Bohrung gleich nochmal an. Ich werde den Kram nochmal ein bisschen aufräumen. Ich muss mir auch irgendwie nochmal ein bisschen Wannen bauen, weil der ganze Kram, der fällt jetzt natürlich durch die Löcher, durch den Lochschweißtisch unten rein. Ja, und man hat ganz viel Krempel, was man hier so nutzen kann. Ja, Lochschweißtisch möchte ich, wie gesagt, nicht mehr missen. Ich nutze hier auch Kugelspannbolzen. Das sind, wo haben wir hier mal Imbusschlüssel? So eine Kugelspannbolzen hier, die kann man mit so einem Imbus, kann man die lösen und festziehen. Und dann hat man hier so einen Kugelspannbolzen. Ich hoffe, man sieht das. Den steckt man rein in die Löcher. Gibt es auch verschiedene Durchmesser für jede Tische. Das ist ein 16er Lochtisch, also mit 16er Bohrung gibt es, glaube ich, bis 30. Und die dreht man dann einfach rein. Diese Kugeln drücken nach außen und klemmen die beiden Materialien. Das heißt, meinetwegen hier so ein Spannwinkel auf die Platte. Ne? 6 und 6, das ist eine 6er Platte hier bei 12. Und dann über diesen O-Ring hält er, klemmt er und dann dreht man den zusammen. Die Kugeln klemmen das und dann ist das alles schön. Ansonsten nehme ich hier ganz normale Schrauben mit Muttern. Unten einfach mit dem Finger festhalten, Schlagschrauber. Dann kann man den Kram hier auseinanderschrauben. Ich habe hier so eine kleine Imbusschrauben, ne, so eine Innensechskant, 16er Modder. Und dann kann man den Kram verbauen. So, ich mache das mal kurz sauber. Da gucken wir uns gleich die Bohrung nochmal an. Das packe ich hier gleich alles mal weg. Magnetbohrmaschine, wie gesagt, sie ist jetzt hier von Vevor, gibt es von unzähligen Herstellern. Die ersten waren von Fein. Fein hat das Patent da drauf. Der hat auch irgendwie die Bohrmaschine erfunden, glaube ich. Soweit mein Stand, was man so im Netz ergoogeln konnte. Ich glaube, das ist sogar ein Nachbau von der Fein. Damals sahen sie nämlich genauso aus, in der gleichen Farbe. Ich glaube, die haben es einfach kopiert. Da gehe ich ganz stark von aus. Wie gesagt, ob das jetzt so ein günstiges Segment ist, wie von Vevor oder alle anderen Hersteller, man kriegt sie für unter 200 Euro, sie funktionieren. So, und wenn ich jetzt mal runterbreche, man muss irgendwie Trägerkonstruktion bauen, will sich ein Carport bauen, Schleppdach, was weiß ich, und muss da 100 Löcher bohren. Das macht keiner mit der Handbohrmaschine. Da hat doch gar keiner Bock drauf. Da 8er Löcher ist das eine. Wenn man da, was weiß ich, 24, ich meine die Bohrer, die da mit bei sind, so 21 mal 20 oder 15 mal 30, das sind natürlich alles Maße, wo man sagt, na, ist nicht so wirklich metrisch, kriegt man nachgekauft. Gebohrt haben wir jetzt gerade mit einer 27er? Ne, 26 haben wir gebohrt. So, man muss da 20er Verschraubung reindrehen oder irgendwie sowas die Richtung Magnetbohrmaschine. Ja, das, und man muss nicht mal zur Bohrmaschine rennen. Wenn man, besonders wenn man lange Sachen hat auf so einem Tisch, lässt sich das alles wesentlich einfacher gestalten. Ja, sehr schön. Echt sehr schön. Macht einen guten Job. Und das hier ist Hardcore, ne? Das ist wirklich das Schlimmste, was du Material antun kannst. Ne? Fräsmaschinen sind dafür ausgelegt. Da kostet so ein Fräser ein Vielfaches von dem, was das hier kostet. Die Wendeschneidplatten, auch in der Drehbank, da kostet eine Schneidplatte teilweise über 100 Euro.
Magnetbohrmaschinen gibt es im hohen vierstelligen Bereich, besonders für Markengeräte, wenn man damit industriell arbeitet, wenn die jeden Tag Feuer laufen. Das hier funktioniert auch über einen Hobbybereich drüber hinaus. Ich habe die gerade mal auf dem Tisch stehen lassen, eine Dreiviertelstunde mit angezogenen Magneten. Natürlich verwandelt man Energie in Wärme. Der Magnet wird warm, das ist klar. Das ist die Abwärme. Irgendwo muss irgendwas passiert da ja auch. Aber es ist nicht so, dass man sagt, der ist jetzt kurz zum Kochen oder die Farbe wird weich. Das war jetzt nicht. Bei einer Dreiviertelstunde ist es top. Die Krone sieht immer noch super aus. Gucken wir uns gleich mal ein bisschen in Nahaufnahme an. Da bin ich schon fasziniert von, ne? Also, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Echt nicht. Muss halt alles vernünftig gespannt sein, ne? Und man muss diesen Magnet bei sowas hier seitlich sichern, dass er nicht wegdreht. Man hätte auch mit noch höheren Drehzahlen fahren können. Aber hohe Drehzahlen heißt immer hoher Verschleiß. Da fahre ich lieber mittlerer Bereich, ein bisschen weniger Vorschub, so dass er immer im Schnitt ist. Ne? Ein Bohrer oder eine Krone oder irgendwas muss am besten immer im Schnitt bleiben. So bleibt es scharf. Schön, gibt nichts zu bemängeln, echt. Hier sehen wir nochmal kurz den Schnitt von dem Rohr. Das ist das, was wir da rausgeholt haben. Hier sieht man auch schön die Schräge. In allen Richtungen hier ist der Radius vom Rohr. Ja. Wenn die so hier angesetzt wird, ne, hat ja immer nur ganz kleinen Schnitt. Ohne Zentrierung, ohne alles, ohne Führung muss er da rein. Das hat schon echt gut funktioniert, ne? Ja. Sehr geil. Sehr gut. Echt. So, hier ist wieder eine kleine Ordnung hergestellt. Wir werden jetzt mal nach draußen gehen, das Übliche angucken. Frontlader ist auch umgekippt, der ist auch müde. Warum auch immer. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, das Spiel mit dem Atlas-Bagger. Ich will den jetzt abstellen, muss mal was bauen. Ich muss noch mal einen Zollstock anhalten. Das waren 130 mm, das habe ich noch, das weiß ich noch. Den Rest habe ich schon wieder vergessen an Auslage. 20 mm wäre ganz gut. Thema Atlas-Bagger. Ich war letzte Woche wirklich ein bisschen angenervt. Das ist ein ganz schönes Geschaukel. Ich habe mit mehreren Leuten geschrieben, geschnackt, die so ein Ding halt auch haben. Haben auch alles durchgekaut. Wie gesagt, Unterlenker war das Problem. Festgeschraubt ist das alles ganz schön. Die einzige Möglichkeit hier ist eine Lafette. Ganz einfach. Eine Lafette, wo das Ding raufkommt, kann man da vernünftig bewegen. So macht mir das hier ehrlich gesagt keinen Spaß. Ich finde es nicht ganz ungefährlich. Und dass die Haube kaputt geht, ist eine Chance von 99:1. Das ist es mir alles nicht wert, ne? Das ist es mir wirklich nicht wert. Deswegen Lafette. Ich gucke schon bei eBay Kleinanzeigen. Oder ich baue irgendwann eine. Solange bleibt das Viech da hinten stehen, wo es ist. Ich werde mir jetzt mal Material raussuchen. Irgendwas, was hier ein bisschen hält. Am besten hier irgendwie ein Winkelstahl. Ne, hier oben ist eine Auslage von 20. Den kann ich vielleicht auf so ein Flachmaterial schweißen. Dass wir sowas wie so ein U kriegen. Das heißt einfach hier so ein Flachmaterial, so links, rechts, so Strebe weg mit dem Winkel. Das hält. So viel Kraft wird es nicht sein, aber er soll sich halt nicht mehr wegdrehen. Und ich sag mal, hier so ein 40x10 wäre hier schön. So was habe ich doch hier irgendwo bestimmt noch rumstehen. Ich werde das mal raussuchen und dann werden wir da mal was basteln. Ja. So, fix mal was vorbereitet. Das wird jetzt hier mein Atlas-Spezial. Es dreht sich nicht mehr weg. Konstruktionsbiest. Da hole ich mir jetzt hier mal kurz ein paar Anschläge ran. So. Dann brauchen wir die nicht messen und die sind auch beide gleich lang. So. Hier messe ich jetzt mal genau 13 cm zwischen. So, hier 130. Jetzt kommen hier die Kugelspannbolzen rein. Die ziehe ich an. Jetzt habe ich hier gleich einen Anschlag. Und ist der Check.
maximal Fusch. Ja, kurz ein bisschen Farbe raufgeprügelt, ein bisschen Panzertape dran, um dann ein bisschen Trennung zum Material zu kriegen. Fettpresse, um die Kolbenstange einzujauchen und eine Schelle. Ich habe eine ganze IKEA-Kiste voll mit Schlauchschellen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Also Ludolfischen Raum wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Ecke, irgendwo unten. Oh ey, da muss ich bei. Es wird schon wieder immer mehr. Ich muss wieder irgendwann wieder so ein bisschen System reinbringen. Das ist eine Katastrophe. Ich würde es immer mit einer Schelle befestigen. Und wenn ich die anderen finde, ja, dann den Rest. Wir gehen mal wieder zum Atlas-Bagger. Denn der da hinten, der hat eigentlich gar keinen Bock drauf, dass das Ding da hinten noch dran hängt und dass der Dolzen ins Trockene kommt. Dass die 100% Variante ist, weiß ich auch noch nicht. Aber das ist besser als das, was wir letztes Mal gemacht haben. Also mit diesem Abkippen von diesem Bagger, das ist von Arsch. Das, nach hinten kann er kippen, den kann ich mit dem Oberlenker ranziehen. Aber nach vorne kippen ist schlecht. Das ist echt schlecht. Die Kolbenstange jauche ich richtig schön ein. Das werde ich nachher mit den anderen auch machen. Und jetzt werde ich hier links und rechts die Anschläge ranstellen. Ich habe hier oben einfach nur so eine Schweißnaht noch rangepröpelt, damit er mir nicht abhaut. So, da kommt jetzt eine Rohrschelle rum. Oder eine Schlauchschelle, besser gesagt. Ja, ich hoffe, die reicht. Wie gesagt, kistenweise von dem Zeug. Keine Ahnung, wo ich es gelassen habe. Das ist das Problem, wenn man von allem immer nur kauft und wegpackt, ey. Sollte wohl funktionieren. Pumpe runter. Dann mache ich hier gleich die Platten lose. Die anderen lasse ich hängen, die jetzt an der Ackerschiene dran hängen. Weil sie wissen, wo sie sind. Und dann, na komm. Oh Gott. So.
So, Trecker sieht wieder aus wie ein Trecker. Geschwür ist ab. Atlas Baggers runter, steht eigentlich gut und sicher, steht gerade, Stützen sind komplett drin. Einknicken kann er jetzt nicht mehr, also das heißt nach vorne kippen. Ich muss nochmal Rohrschellen organisieren, besorgen. Und dann werde ich da nochmal zwei Schellen rummachen, ist das gut. Ja, Frontlader liegt da immer noch, müssen wir noch mal hinstellen. Wir werden jetzt nochmal ein Niet setzen. Die Türen vom Unimog, die werden ja vernietet. Ich habe da schon mal ein paar Tests gefahren. Da wurde auch fleißig kommentiert mit Hilfestellung und Tipps, mit welcher Länge und Stauchen und Strecken und hier und wie man das am besten macht. Ich habe jetzt nochmal Material rausgesucht. Ich habe gerade nochmal einen Bohrer rausgesucht. Ich werde das jetzt nochmal bohren. Ich habe jetzt hier nochmal drei Materialien, das heißt ein bisschen Flachmaterial und zwei Bleche. Ist auch egal, wie es aussieht. Hauptsache, da ist ein Loch durch. Und dann grate ich die, dann stecke ich die Nieter durch, werde dann mit dem Hammer ein bisschen vorformen, so wie ihr es geschrieben habt. Auf meiner Unterlage, die ich mir gebaut habe, ich hole sie kurz. Dieses hier, das ist ja ein Flachmaterial mit so einer Halbkugel reingeschliffen, wo genau dieser Nietkopf reinpasst. Dann werde ich den Niet mit dem Hammer ein bisschen vorformen, dass er in sich schon mal so ein bisschen staucht. Dann setze ich die Bleche nach mit dem Dorn. Wie heißt das Werkzeug? Köppler oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle, dass man das Material ringsrum nochmal wieder zusammenstaucht und dann den Niet setzen. Diesen Niet möchte ich mit Wick erwärmen, mit einer Wick-Elektrode von oben Energie reinbringen, damit der Schaft glüht. Ne, mit dieser Induktionsspirale, das hat nicht ganz funktioniert. Da möchte ich nochmal einen Test machen. Und dann möchte ich eigentlich zeitnah an der Hütte weitermachen. Vielleicht sogar am Samstag, dass wir hier an der Hütte weitermachen, dass wir wieder ein bisschen Gas geben. Habe jetzt lange genug Pause gehabt davon. Jetzt müssen wir mit neuer Energie ran. Türscharniere runter, grundieren, vernünftig nochmal ansetzen, dass das alles passt. Und dann sollen die Nieten da rein, damit die Türen und die Scharniere abgeschlossen sind. Ja, so ist der Plan. Ich werde mal kurz ein paar Löcher reinbohren und dann gucken wir uns das nochmal an. Mit privaten Mitteln, ja, mit privaten Mitteln. Das wäre jetzt mein Türscharnier, sichtbar nach außen. So, dann haben wir Blech Nummer 1, Blech Nummer 2. Das wäre jetzt die Börtelkante. So, da mache ich jetzt mal so eine Gripzange drumherum. Da hätte ich jetzt ja auch eine Schraube, sag ich mal. Dann fällt der ganze Krempel hier schon mal nicht mehr weg. So, jetzt haben wir hier die drei Bleche. Jetzt habe ich hier meine Matrize, wo dieser Niet reinpasst, ne, damit der Kopf heile bleibt. Damit gehe ich jetzt auf den Amboss und knüppel den hier oben schon mal so ein bisschen vor. So ein bisschen, so haben wir den vorformen. Dann staucht das wohl und fange auch voll die Bleche an zu klemmen. Könnte ich mit leben, ne? Ja? Da könnte ich mit leben. Ich mache jetzt noch mal einen, ohne den vorzuklopfen. So, leg den hier hin, mach den jetzt warm. Gehe noch mehr mit der Leistung runter. Ich gehe jetzt mal auf 20 Ampere. Nur, dass wir eine Wärmeflamme haben. Ich werde mir auch schon mal mein Werkzeug hier mal ein bisschen parat legen, dass das gleich ein bisschen schneller geht. So, hier alles in Griffnähe. Jetzt mache ich den warm. Schön kontrolliert mit der Flamme, einfach nur wärmen. So, dass er nicht abschmilzt.
Ja. So ist gut. So ist gut. Also mit 20 Ampere Vorwärmen. Ne, unten komplett unbeschädigt. Das ist nachher Sichtbereich. Mit 20 Ampere Vorwärmen. Und dann kriege ich da welche auf den Kopf. Und dann sieht das schön aus. Ja. Es wurde letztes Mal auch geschrieben, die inneren, das wären diese hier. Hier kommen auch welche rein, dass ich die dann ansenken soll. muss ich gucken. War auch bestimmte Gradzahl, ich weiß gar nicht, nicht mal 90 Grad, sondern 60 oder so. Ich bin nachher froh, wenn das funktioniert. Ne? Das ist alles besser, als da Schrauben reinzuwichsen. Schrauben, das wäre das Letzte, wirklich. Das hier sieht gut aus. Da bin ich mit zufrieden. So werden wir es machen. Und ich denke, dieser Test ist erfolgreich. Ja. Und wieder was abgearbeitet. Ja, wie gesagt, da ist mir die Chance, den Kram kaputt zu kloppen, einfach zu groß für. Deswegen habe ich doppelte Menge bestellt, weil ich genau wusste, dass das so nichts wird auf Anhieb. Das lasse ich am besten gleich liegen beim großen Hammer, dann weiß ich, dass das funktioniert. Schweißgerät kurz zusammengepackt. Und dann werde ich jetzt die Tage weiterdrehen für Samstag. Ja, dass das hier mal weitergeht. Dass das hier nicht mehr, genau. Ja, so viel ist es nicht mehr, ey. So viel ist es nicht mehr. Ja. Und wir haben schon wieder Juni, ne? Echt, wir haben Mitte Juni, die Zeit, die hämmert und rennt weg. Ja, ich wollte eigentlich weiter sein, ne? Ich wollte echt weiter sein. Ja, nützt nichts, nützt nichts. Theorie ist das eine, Praxis ist das andere, ey. Aber wie gesagt, man versklavt sich nicht für dieses Projekt. Ne? Man hat immer noch Familie, man hat immer noch Kinder, man hat immer noch einen Job. Das ist Basis und der Rest ist überher. Ja. Mittlerweile ist es mir auch egal, wann das Ding fertig ist. Ob das nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr, vollkommen egal. Solange man selber Fortschritte sieht, ist es für mich okay. Ja. Schön. So, ich will mal kurz. Was ist das denn hier? Ist der Funk Glas kaputt gegangen? Was ist mir denn runtergefallen? Keine Ahnung. Ich glaube, für heute ist erstmal Abfahrt. Für heute ist Abfahrt. Den Atlas werde ich mir die nächsten Tage noch mal angucken, ob der wirklich so steht oder ob er dann doch in irgendeine Richtung kippt. Dann kann man vielleicht immer noch ein bisschen agieren. Solange er gerade steht, diesen Zustand wie beim letzten Mal, darf er nicht mehr erreichen. Und er wird es so lange da stehen bleiben, bis ich eine Lafette habe. Ja, an dem D30 kommt er nicht mehr ran. Macht gar keinen Sinn. Ich bin froh, dass das Ding jetzt ab ist. Es fühlt sich hinten dran an wie so ein Geschwür. An dem D30 ohne feste Platte. Nein, macht keinen Sinn. So, ich bin weg. Ja, wir sehen uns Samstag mit Stahlzeit. Ja, Samstag Stahlzeit. Wir haben wieder Zeit. Die einen freuen sich drauf, die anderen denken sich so. Ja, ist so. Leute, ich bin weg. Habt einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns am Samstag. Ciao.